Nachdem über den Winter eigentlich fast mein gesamter kleiner Indoor-Garten eingegangen war, habe ich mir für dieses Frühjahr vorgenommen, das Ganze noch einmal vollkommen von vorn anzugehen. Und dabei war ich schon immer so fasziniert von diesen smarten Indoor-Gärten, hatte jedoch keine Lust, über 100 € für so eine Spielerei auszugeben. Und deswegen habe ich mir das Ganze jetzt einfach mal im Do-it-yourself-Stil vorgenommen. Alle Materialien, die ihr braucht, um das Ganze nachzumachen, habe ich hierbei in der Videobeschreibung verlinkt. Dabei kommt man ungefähr auf 60 bis 80 €, je nachdem, was man für eine Lampe verwendet, und hat zusätzlich noch wesentlich mehr Platz für die Pflanzen als bei diesen klassischen Indoor-Gärten. Zuerst habe ich also mein altes, umfunktioniertes Aquarium von Grund auf gereinigt und bin anschließend in den nächsten Supermarkt und wollte mich dort mit Kräutern eindecken. Nachdem dort jedoch fast alles ausverkauft war, bin ich noch ein Geschäft weitergegangen und wurde dort schließlich fündig. Da ich bislang immer sehr große Probleme mit Staunässe hatte, da das Wasser im Aquarium einfach nirgendwo ablaufen konnte, habe ich mir dann zusätzlich noch 5 Liter schwarzen Aquariumkies besorgt. Dieser Kies sollte dann unter der Erde platziert als Reservoir für überflüssiges Wasser dienen, was die Erde nicht mehr aufnehmen kann. Hierbei kann man eigentlich jeden beliebigen Kies verwenden, den man persönlich am schönsten findet. Ach so, und bevor ich es vergesse, ganz vielen lieben Dank für insgesamt 100 Abonnenten. Ihr seid echt super und ich bin für jede konstruktive Kritik wirklich dankbar. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann nutze einfach jetzt die Möglichkeit und abonniere diesen Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Und ich habe mir natürlich auch schon ein paar Gedanken zu einem kleinen 100-Abonnenten-Special gemacht. Wenn ihr darauf Bock habt, dann gebt dem Video doch einfach ein Like und schreibt eure Ideen hierfür in die Kommentare. Gesagt, getan, habe ich erst Kies und dann Erde wieder in das Aquarium gefüllt und anschließend meine Kräuter eingepflanzt. Zwischendurch habe ich dann noch gut eine Stunde damit verbracht, mir eine passende Pflanzen-LED herauszusuchen. Hierbei habe ich mich dann für eine relativ teure Vollspektrumlampe entschieden, da ich mir von einfach bessere Ergebnisse erhoffe. Vergleichbare Lampen sind aber bereits ab 20 € zu bekommen. Einen Tag später war die Lampe dann auch schon da und die Installation war einfach kinderleicht und nach wenigen Minuten war mein eigener smarter Kräutergarten dann auch schon fertig. Die drei Lampen lassen sich dabei individuell anpassen und so bequem über den Pflanzen anordnen. Sie lassen sich auch einzeln anschalten und stufenlos dimmen. Eine Zeitschaltuhr ist ebenfalls mit dabei, über die sich die Lampe regelmäßig selbst für 3, 9 oder 12 Stunden am Tag einschaltet. Als ich dann fertig war, war ich erstmal vollkommen baff. Der Garten sah meiner Meinung nach wesentlich cooler aus, als ich mir das vorher noch gedacht habe. Und vor allem bei Dunkelheit entsteht durch die Lampen zusätzlich noch ein sehr angenehmer Flair in der Küche. Wie gut das Ganze langfristig funktioniert, das muss ich natürlich erst testen. Ich bin dabei aber relativ zuversichtlich, dass das ein ganz schöner Fortschritt im Gegensatz zu vorher ist.